In Hoyerswerda soll der Übergang von der Grundschule zu den weiterführenden Einrichtungen für Eltern und Schüler durch viele Informationsangebote leichter gemacht werden. Am Mittwochnachmittag startete die nächste Runde für die jetzigen Drittklässler und ihre Eltern im Jugendclubhaus Ossi. Hier stellten sich alle Gymnasien und Oberschulen der Stadt sowie das berufliche Schulzentrum vor. Liebe Zuschauer, Sie haben es gerade gesehen, sozusagen der Startschuss für die noch dritten Klassen, im nächsten Jahr vierten Klassen, ist gegeben, um sich für weiterführende Schulen zu informieren. An meiner Seite Jens Löschner von der Koordinierungsstelle Bildung in der Stadt Hoyerswerda. Wie kann man sich das vorstellen? Wie unterstützt denn diese Koordinierungsstelle das Ganze? Die Koordinierungsstelle Bildung beim Oberbürgermeister setzt das Handlungskonzept Bildung der Stadt Hoyerswerda um. Ein Baustein davon ist der Übergang von den Grundschulen in die weiterführenden Schulen. Und wir haben versucht, ein gesamtstädtisches Konzept auf die Beine zu stellen. Hier mit den zwei Grundschulen, Grundschule an der Elster und Grundschule Lindenschule, um die Eltern in einem ersten Baustein näher an die weiterführenden Schulen heranzuführen. Wir haben es hier geschafft, die weiterführenden Schulen in Hoyerswerda komplett für die Veranstaltung zu gewinnen. Und diese stellen sich dann hier vor, inklusive, aber auch den Wegen, die möglich sind, und einer Charakterisierung der möglichen Schularten. Charakterisierung der möglichen Schularten klingt ja ziemlich kompliziert. Was verbirgt sich dahinter? Hier geht es grundsätzlich darum, die Oberschulen zu charakterisieren, den Weg der Oberschule und natürlich den Weg der Gymnasien zu charakterisieren. Hier soll eine Unterscheidung vorgenommen werden, damit auch die Eltern und Kinder in der vierten Klasse diese wichtige Entscheidung auch mit genug Informationen füttern und natürlich auch ausfüllen können und dann natürlich auch fällen können. Wichtig hierbei ist, wir haben auch noch als Ergänzung das berufliche Schulzentrum Konrad Zuse als weiter entfernte Station noch mit hinzugenommen. Wie sieht es eigentlich aus? Dieser Abend ist ja nur erstmal für Eltern und Kinder vom Prinzip her konzipiert, also dass man da irgendwo einen Leichtklang findet. Aber speziell den Kiddies wird ja noch ein bisschen mehr auf den Weg gegeben. Grundsätzlich ja. Insgesamt in diesem roten Faden, den wir eben in dem gesamtstädtischen Konzept versuchen umzusetzen, bildet dann der nächste Baustein. Das ist die vierte Klassenbildungstour, die sich noch anschließt in der vierten Klasse eben. Und hier haben wir alle Grundschulen gewonnen, die wiederum alle weiterführenden Schulen innerhalb von 2 Tagen besuchen werden. Das wird in diesem Jahr um den Buß- und Bettag an 2 Tagen geschehen. Und hier werden dann speziell die Schülerinnen und Schüler in die Einrichtungen mitgenommen und dort natürlich dann von den Einrichtungen vorgestellt, wie spannend neue Fächer sind und wie natürlich auch anstrengend die neuen Schulen, die weiterführenden Schulen sein kann. Du stellst mir ziemlich schwierig vor, so eine Menge Schüler an die einzelnen Schulen heranzubringen. Wie koordiniert man das? Das ist insgesamt eine große Koordinierungsleistung. Wir müssen das immer auch vor dem Hintergrund unserer möglichen Infrastruktur in Hoyerswerda sehen. Wir haben mit den Verkehrsbetrieben einen ganz starken Partner gewonnen, die hier innerhalb von 2 Tagen es eben möglich machen, mit Bussen alle Kinder zu den weiterführenden Schulen zu bringen. Wenn ich jetzt richtig den Termin im Kopf habe, ist er ja so, dass vom Prinzip her die Schüler sich dort umschauen, aber die Tage der offenen Tür ja eigentlich noch davor sind, ne? Wir haben die vierte Klassenbildungstour so gelegt, dass auf dem Flyer, den wir dazu aufrufen und natürlich auch die Eltern informieren, gleichzeitig dort zu diesem Zeitpunkt schon den Tage der offenen Tür bekannt geben und natürlich im Anschluss der vierten Klassen dann Bildungstour die Termine der jeweiligen Tage der offenen Tür wahrgenommen werden können. Sie befinden sich also nach der vierten Klassenbildungstour. Und nach den jeweiligen einzelnen Tagen der offenen Tür erfolgt dann die Bildungsempfehlung. Wie sieht es eigentlich aus? Wie ist denn die Resonanz so? Ich meine, bei den Kindern ist klar, sie können sich alles angucken. Ich nehme an, dass die Begeisterung relativ groß. Wie reagieren die Eltern auf dieses Angebot? Heute haben wir eben die Veranstaltung zusammen mit den Eltern. Das ist grundsätzlich eine sehr gut wahrgenommene Veranstaltung. Wir haben das natürlich und das immer vor dem Hintergrund einer ersten Hilfestellung, seine erste Informationsveranstaltungen. Und hier ist es ein Geben und Nehmen natürlich, sowohl der Grundschulen, der Lindenschule und der Grundschule an der Elster, als auch der weiterführenden Schulen im Austausch mit den Eltern. Das Feedback vor Ort an der Veranstaltung selbst ist gut. Wie sieht es eigentlich aus? Sie sagten gerade, es macht die Lindenschule mit, die Grundschule an der Elster. Wird man auch die anderen Schulen der Stadt dann noch integrieren können? Das ist ein wachsender Prozess und wir sind natürlich stetig dabei, weiterzukommen in dem Prozess. Wir haben das mit der vierten Klassenbildungstour bereits geschafft und werden natürlich versuchen, auch für den gemeinsamen Elternabend weiterhin ein gesamtstädtisches Konzept zu verfolgen. Herr Löschner, ich danke Ihnen für die Informationen und für das Gespräch. Ich danke auch.